Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Ja, bevor wir uns jetzt hier durchbegeben, muss ich noch kurz ein, zwei Sachen loswerden. Und zwar, das ist jetzt die erste Folge nach Ostern, die ich jetzt endlich wieder aufnehmen kann. Und ich habe jetzt insgesamt 10 Minuten fürs Update gebraucht und etwas, ja, knapp eine Stunde, bis der dann endlich mal die Daten verschoben hat, was auch immer er damit gemacht hat. Ich weiß nicht, was die bei dem Update alles gemacht haben. Also es hat sehr, sehr lange gedauert. Falls ihr das Update auch noch machen müsst, kann ich euch nur empfehlen, das irgendwann zu starten, wenn ihr nicht gerade spielen wollt. Das heißt, ich habe jetzt ja etwas über eine Stunde gebraucht, bis ich dann erstmal jetzt wieder diese Folge aufnehmen konnte, was mich ein wenig genervt hat, zugegebenermaßen. Aber ich bin sehr positiv eingestellt oder ich gebe die Hoffnung nicht auf, um es mal so zu sagen, dass ja das Update vielleicht etwas gebracht hat. Grafisch sieht es noch ganz normal aus. Was es auf jeden Fall gebracht hat, dass die Rechenleistung von meinem PC jetzt wesentlich mehr beansprucht wird. Das definitiv. Also vorher hat der sich recht, ja, leise will ich nicht sagen, aber nicht so gehetzt angehört. Und jetzt habe ich mir mal die Daten angeschaut und ja, habe dann festgestellt, dass ich doch einiges mehr an Rechenleistung mittlerweile brauche als vorher im Vergleich. Aber wenn das dafür sorgt, dass das Spiel stabil läuft und man nicht ständig rausfliegt, dann will ich nicht gemeckert haben. Vielleicht da lang. Ja, es ist eine gute Frage, Joel. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Moment. Das war Nachladen, aber wir sind voll aufgeladen, ne? Genau, die linken. Das sieht gut aus. Aber das hört sich nicht gut an. Wir müssen darum. Oh Gott. Oh Gott. Irgendwie ist das jetzt gerade nicht so das, was ich machen wollte. Lauschen kann ich hier nicht. Oh, nein, das war die Waffe schnell wechseln. Das wollte ich nicht. Ja, lauschen kann ich hier nicht, wenn ich hier drauf stehe. Schade. Wenn wir da rum müssen, dann würde ich sagen, dann gucken wir erstmal hier, ob wir hier noch irgendwas. Da ist es offen. Oh Gott. Ich habe hier irgendwie gerade total. Ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Achso, ich dachte, da ist eine Hand im Wasser. Okay. Da können wir. Müssen wir jetzt hier das Wasser eventuell ablassen? Oder. Wie gesagt, ich habe jetzt hier gerade doch recht gut Schiss, was. Das war nicht die richtige. Das war nicht die richtige Taste, die ich drücken wollte. Moment, Herstellung. Herstellung möchte er jetzt nicht im Wasser. Okay. Na gut. Also gut ist das nicht, aber ich habe gedacht, dann könnten wir zumindest mal gucken. Hier scheint es nicht weiterzugehen. Ist da noch irgendwas in der Ecke? Nee. Okay. Jetzt habe ich auch noch das Fenster hier offen, weil ich die Tür zu habe und das nicht so sehr aufheizen soll. Kann ich eigentlich da drüber klettern? Ja, kann ich. Und ich erschrecke mich gerade schon vor jedem Geräusch, was draußen, glaub, was da hinten draußen war ich noch. vorbeikommt. Ja, da hinten war man nicht. Das ist richtig, Joel. Das ist richtig. Ich hoffe, hier kommen jetzt nicht irgendwelche Zombies aus dem Wasser oder sowas. Leck mich doch. Gerade sage ich noch, ich hoffe, hier kommt kein Zombie aus dem Wasser und dann erdreisten die sich, dass hier was runterfällt. Oh. Ja, B, um zu tauchen. Muss ich tauchen? Das ist gar nicht B, das ist X. Okay. Muss ich tauchen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ist hier irgendwas, was wir. Nö, ne? Warum erzählst du mir denn hier einen von wegen, mit B kann ich tauchen? Da ist doch gar nichts Wichtiges im Wasser, so wie das aussah. Na gut. Ja, so überzeugt davon bin ich nicht, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die andere Richtung. Was ist denn das hier? West Tower. Sieht sehr interessant aus. Interessanter als die Tür, wo wir durchgehen sollten. Ist hier noch was drin? Nee. Okay. Es wäre schön, wenn du dann auch die Taste annimmst.
Ja! Natürlich! Musste sowas kommen. Kann ich da... Da kann ich aber nicht drunter durchschwimmen, oder? Da komme ich doch nicht durch. Aber eben kam ich doch nicht durch... Oder kann ich hier drunter durchschwimmen? Das scheint zu sein. Da waren wir eben... Nee, da sind wir ja runtergekommen, ne? Genau. Können wir hier irgendwo... Dass wir da weiterkommen mit Schwimmen? Nö, ne? Es wäre wohl schön zu wissen, wann wir kaputt gehen. Ich sehe da nämlich nicht wirklich was. Da ist zwar so ein blauer Streifen, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das unsere Luft ist und wenn ja, wie lange das anhält und... Ich hasse es, in Spielen zu tauchen. Ach doch, da, jetzt sehe ich es, okay. Ah, nicht nur das sehe ich, sondern auch Leichen im... Oh, ich hoffe, es sind Leichen. Im Spiel. Komm, Joel. Puh. Ja, sehr schön. Luft haben wir... Hallo? Ist da noch jemand? Ellie, bist du das? Sag mir bitte, dass das Ellie ist, weil im Wasser kann ich nicht kämpfen. Mit anderen Worten, wir werden wahrscheinlich gleich aus dem Wasser rauskommen. Da können wir sonst nichts einsammeln, so wie das aussieht. Hier wohl auch nicht. Ich muss das Ganze mal so ein bisschen systematisch... Ich denke mal, da hinten geht es weiter, vermute ich jetzt mal. Da können wir aber noch rein. Dann gehen wir da erstmal kurz gucken. Ja, vielleicht der Durchgang. Aber wenn er das schon sagt, dann kommen wir da nicht weiter. Das ist gut. ich sehe hier nur nichts. Ah, Moment. Was haben wir hier? Das ist gut. Das ist schlecht, dass wir das alles voll haben. Kann ich jetzt vielleicht mal eben... Nein, ich darf immer noch nichts machen. Joel, ganz ehrlich, du stehst hier doch auf festen Grund. Wieso darf ich jetzt nichts machen? Nicht dein Ernst. Joel, du enttäuscht mich wirklich. Na gut. Ich weiß nicht, warum ich hier nichts herstellen darf. Okay. Da drüben. Da drüben, wo unsere Gegner jetzt wahrscheinlich kommen, ne? Also man kann hier stehen, das heißt, man kann auch kämpfen. Ich muss irgendwie das Tor umgehen. Müssen wir das Tor umgehen? Müssen wir tauchen oder müssen wir wahrscheinlich tauchen, ne? Nee, er kann ja gar nicht tauchen, oder? Kann gar nicht tauchen. Konnte er im Nebenbereich tauchen? Da habe ich jetzt natürlich nicht drauf geachtet. Oder hier? Nee, hier auch nicht, ne? Schauen wir nochmal nebenan. Nee, aber hier steht er auch. Ach, da unten. Ah. Die Frage ist nur, komme ich dann da hinten durch? Oh Gott. Oh, Joel, bitte, kratz mir jetzt nicht ab. Ich bin so schlecht in solchen Sachen. Oder bin ich jetzt wieder auf dem Weg zurück? Nee, ich bin vorher nicht hier durchgetaucht. Okay. Gucken uns trotzdem hier nochmal alles an. Ich gucke dann immer, also ich achte mal drauf, ob hier irgendwas am Blinken ist. Aber ich sehe nichts. Was ist das hier? Verschwundenen Berichte. Military Shooting on Sign. On Site. Okay. Ich habe Sign erst gelesen. Das war natürlich sehr clever. Sie haben auf ein Schild geschossen. Ja, warum auch nicht? Ne? Das macht das Militär hin und wieder schon mal gerne. Oh Gott, es geht aus dem Wasser raus. Das ist kein gutes Zeichen. Das ist wirklich kein gutes Zeichen. Ja, zieh das Zeug, zieh das Ding erst an, wenn du mitten in dem Zeug drin bist. Kein Thema. Tropft das jetzt nur? Ich höre hier irgendwas Ekliges. Aber hier ist nichts zum Einsammeln, oder? Hier in der Ecke. Muss ich jetzt da rum? Nach oben komme ich wahrscheinlich nicht, ne? Das sieht nicht so aus. So.
Ich denke ja immer, dass... Oh Mist! Das waren jetzt aber nicht nur die Ratten, oder? Hallo? Ich habe gerade total vergessen, wie ich die Lampe ausschalten kann. Moment, mit dem Stick hier, ne? Genau. Oh Gott. Moment. Ich muss mal eben hören, ob ich hier irgendwas hören kann. Und flieg schon wieder raus, oder? Ja, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück. Wir bleiben jetzt mal ganz tapfer in der Mitte stehen, weil eben haben uns die Ratten ja auch nichts gemacht. So, ich bin mir aber nicht sicher. Ich gehe mal so ein bisschen in die Hocke. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Ich weiß auch nicht, was jetzt passiert. Ich würde jetzt ehrlich gesagt erstmal... Du sollst die Waffe... Hä, was hat denn jetzt gemacht? Nein, du sollst... Ja, und dann das nehmen, bitte. Danke. So. Ich bin mir nämlich nicht so sicher... Ach so, Moment. Nee, die kann ich nicht nachladen. Okay. Ich bin mir nicht so sicher, was jetzt kommt und wie nah es dran sein wird. Also ich denke mal, nach oben müssen wir auf jeden Fall. Ich hoffe, dass die Sachen gespeichert sind und der jetzt nicht irgendwas übersehen hat oder so. Also was jetzt resettet worden ist. Das können wir noch mitnehmen. Kann er jetzt was machen? Oh, jetzt machst du was, Joel, ja? Jetzt machst du was. Wobei alles voll ist, sehe ich gerade. Also das, da kann ich eh nur eins machen, genau. Okay, also können wir quasi sowieso nichts einsammeln, außer vielleicht noch Patronen. Ja, wie ihr seht, hat es wunderbar geklappt mit diesem riesigen Update von einer Stunde 20 ungefähr. Das Spiel ist direkt nach den ersten knapp 10 Minuten gecrasht. Ich bin begeistert. Ja, ich bin auch ganz ehrlich, ich weiß jetzt auch nicht, was ich jetzt machen soll. Ob ich jetzt tatsächlich das Spiel erstmal pausieren soll. Oder, was ich jetzt damit mache. Weil es ist halt nicht wirklich gut spielbar. Man fliegt dann raus. Vielleicht hat man mal das Glück, dass man mal einmal eine Folge aufnehmen kann ohne Probleme. Aber in der Regel ist es so, ja, dass wir halt ständig Probleme haben. Also sprich, hier haben wir gar nichts mehr und hier kommen wir hoch, ne? Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn wir da hochgehen. Ich weiß auch nicht, ob das so gut ist, wenn ich so laut bin, ehrlich gesagt. Och, nee. Oh, ich dachte gerade schon. Nein, ach. Der hat irgendwie ein totales Problem mit diesem Horchmodus. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir jetzt hier weiter müssen. Das Problem ist halt, dass dieser Modus ja extra fürs Spiel ist. Und natürlich, natürlich ein wichtiger Teil vom Spiel ist. Oh, wollt ihr mich verarschen? Was kommt denn jetzt? Was willst du immer mit deinem Hinweis? Ja, ist ja schön. Ich bin doch schon davor. Also, das Spiel denkt sich so, ja, sie guckt sich ein bisschen in der Gegend um. Sie rennt gerade in die richtige Richtung. Sagen wir ihr mal, dass sie richtig ist. Okay, was ist das hier? Schlüsselkarte benötigt. Okay. Oh, ich hasse die Dinger. Nein. WTF. Oh. Was kommt denn da jetzt? Klicker oder... Ich mach mal das Ding aus. Und dann sehe ich gar nichts mehr. Das ist. Heftig! Was war denn das?
Die sehen mich aber. Die sind schnell. Der guckt um die Ecke. Willst du mich verarschen? Da, der guckt um die Ecke. Ja, komm. Komm, dann mach ich dich platt. Wieso habe ich jetzt wieder die andere Waffe? Nein! Aber die sehen mich so oder so, ne? Also ich glaube, ich kann auch das Licht anlassen. Ich habe nur noch... Oh, fuck. Ich habe nur noch einen Schuss. Das ist nicht gut. Okay. Da hinten liegt Munition. Wollen die auch ihre Wäsche hier waschen oder kann ich hier mal eben durch? Mein Gott. Aber die hat man so fast gar nicht gehört, ne? Gott. Hier sind Backsteine. Oh, Leute, ernsthaft? Moment, das ist ein Loch? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das so gut ist, wenn wir jetzt hier durchgehen. Was ist das? Ah. Ja, Joel. Hast du super gemacht. Du solltest eigentlich das nehmen, wo ich gerade drauf anvisiert war, aber kein Thema. Boah, wollt ihr mich verarschen, dass man die dann aber auch nicht sehen kann mit dem... Finde die Schlüsselkarte. Nee, ernsthaft? Hätte ich nicht gedacht. Wirklich nicht. Okay, da ist nochmal eine Tür und ein Zombie. Wo geht's denn überhaupt rum? Okay. Hier ist anscheinend nichts. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Vor allem, dass man die in dem Lauschmodus nicht hören kann, ne? Das finde ich so... Oh. Alter. Aua. Ich bin hier nicht, ich war hier nicht. Ihr habt nichts gehört. Oh, das ist die Karte, glaube ich. Oh, fuck. Oh, fuck. Das heißt, dass das doch irgendwas jetzt triggert, oder nicht? Joel, nimm die Waffe. Oh mein Gott. Dieses Scheißspiel ist dann auch so leise. Und wo kam ich denn jetzt? Von links, ne? Da war das Loch, genau. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Mach die Karte, mach die Karte. Nein!
Joel, ganz ehrlich, das hättest du dir vorher überlegen können. Oh Gott. Ach, da tropft's irgendwie, ne? Das höre ich, glaube ich. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Wieso Strom? Hier waren wir doch schon mal, oder nicht? Ja genau, da sind wir hochgegangen. Da sind wir nicht hingegangen, ne? Okay. Oh, ich wette mit euch, das triggert irgendwas. Na bitte. Ah, ich weiß nicht, ob das so gut ist hier. Ich weiß nur nicht genau. Ach doch, wir müssen rechts rum und dann da hoch, ne? Na, komm. Ich habe den Trick noch nicht so ganz verstanden. Ah, wenn ich unten bin, muss ich nochmal. Ah, okay. Verdammt. Womit laufe ich? Juhu, die sind hinter mir. Oh fuck! Oh fuck! Ein Lothar! Leck mich! Entschuldigung! Das war falsch rum! Das auch! Geh weg! Lauf! Ich weiß nicht mehr, wo ich lang muss. Geh weg! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Hä? Oh nein! Jetzt kack mir nicht ab hier! Hallo? Spiel? Oh. Oh, Joel, lauf. Hier kann ich auch hoch. Nein, lauf einfach. Ich weiß nur nicht, wohin. Moment, das war falsch, oder? Ah, nee, hier sind die Sporen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Mach das, Joel, mach das. Kommen die da durch? Ich muss zu Ellie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Puh. Ja, herzlich willkommen zurück. Nach unserem dritten Absturz in der heutigen Folge haben wir es dann endlich geschafft. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt am Ende gelaufen bin. Ich bin irgendwie beim Generator links und quasi mehr oder weniger immer geradeaus. Das habe ich mitbekommen. Mehr habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen. Sind die hier auch nochmal? Boah, ey. Wenn ihr jetzt wüsstet, ne, mir geht gerade so die Flatter, also so die Pumpe. Boah. Weil ich auch gar nicht wusste, die kamen dann plötzlich nochmal neu und ich dachte, ich hab das ja noch so cool gesagt, ja, wahrscheinlich wird da irgendwas getriggert, ne? Mhm. Aber wenn dann wirklich was getriggert wird, dann denkt man, oh shit. Dann habe ich nur noch diesen Bloater gesehen und habe gedacht, ihr wollt mich doch jetzt verarschen. Oh, ja. Ich hoffe jetzt nicht. Ich denke mal, ich hoffe mal, wir müssen da unten rum. Keine Ahnung. Okay, da ist auf jeden Fall nichts hinter meinem Rücken. Ah, sehr schön. Schrauben und so sind immer gut. Ja. Schauen wir mal, was hier drunter ist. Beziehungsweise dahinter ist. Oh, bitte nicht wieder so ein großes Ding, wo ich kämpfen muss. Ich habe jetzt schon die Krise hier. Oh fuck, oh fuck.
Oh. Na los, Tauch! Erwischt! Gut gemacht. Gebissen? Heute nicht. Du? Heute nicht. Okay. Schwärmt aus und seht nach, ob hier noch welche von denen sind. Nicht wieder rausfliegen lassen. Also bisher sehe ich nur zwei. Oh, ich sollte aber vielleicht mal Dings ausmachen hier. Das Problem ist, kommst du hier rum? Wenn ich jetzt direkt auf den zustürme, ohne zu wissen, wie der läuft, ist das natürlich scheiße. Wo ist denn der andere jetzt hin? Der ist jetzt irgendwo vorne, oder was? Ist natürlich jetzt blöd, wenn der jetzt hier... Na, drehst du dich jetzt um, oder? Der geht jetzt da rein, na gut. Boah, da ist er. Also nicht nur der Typ, sondern auch hier der Klicker. Ach Junge, beweg dich doch mal. Ich will nicht, dass dein Kumpel hier gleich kommt, ne? Komm, meine ganze Ausrüstung so, siehst du alles nicht. Ups. Das war jetzt nicht so geplant, wie ich gedacht habe. Ich habe aus Versehen die falsche Taste gedrückt, glaube ich. Nächstes Mal gucke ich noch mal kurz, wie ich den leisen Kill mache. Oh, da kommt einer. Ja, jetzt kommt er natürlich direkt hier. Siehst mich aber nicht, wenn ich nach hier laufe, oder? Das sind vier, glaube ich, insgesamt. Ich meine, ich habe da noch zwei andere gerade gesehen. Aber war das nicht, dass ich trotzdem ganz normal Y gedrückt habe? Oh, 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 oh. Das ist nicht gut, dass er jetzt hier rumgelaufen ist. Ach du Scheiße. Lautloser Kill. Okay, es war mit X. Entschuldigung. Wer hat mich denn da gerade gesehen? Der Typ, der Typ? Aber hinter mir war doch jetzt... Wie kann er mich denn von hier aus gesehen haben? Fluppdiwupp, wir gehen mal zu dir. Der ist irgendwo... Ja, da hinten rechts, ich sehe ihn, okay. Hat der sich vor mir erschrocken oder was? Der hat doch selber gerade... Oh Gott. Was war das denn? Moment, tauschen? Achso, das ist ein Baseballschläger. Ja, ja, okay. Da ist der andere. Die Frage ist, kommst du zu mir? Damit ich dich hier schön abgreifen kann? Ich meine, das ist auch der letzte, ne? Also zumindest, was ich hier so sehen kann. Oh. Kommst du jetzt zu mir oder nicht? Weil wenn ich jetzt da hinten rumlaufe und du kommst hier durch. Na? Kannst hier noch ein bisschen Munition abgreifen, Junge. Ist doch was Schönes. Er will nicht. Doch, jetzt dreht er sich wieder um. Aber er will irgendwie trotzdem nicht, habe ich so das Gefühl. Wenn der jetzt aber durch die Tür kommt... Nee, er geht wieder zurück, okay. Hallöchen, Klicker. Jetzt steht er wieder ganz hier. Jetzt auf einmal kann er da rumlaufen. Eben konnte er das nicht. Na gut. So. Gucken, wo du bist. Wow. Aufwärts um... Dich doch einfach. Musst du dich genau in dem Moment umdrehen, wo ich hier durch die Tür gehe? Mann! Aber ich glaube, das waren sie alle. Hoffe ich zumindest. Oh. Ich wollte das alles so schön im Tarnmodus, also hier im Schleichmodus machen, aber nein. Ihr seid doch doof.
die blöden NPCs. Ihr dreht euch immer genau dann um, wenn ich vor euch stehe. Beziehungsweise eigentlich ja hinter euch. Also dachte ich zumindest. Aber was macht dieser dämische Joel auch einfach so mal locker die Tür auf hier? Soll nicht die Tür aufmachen, der soll dahinter warten. Aber das war auch wieder nix. Können wir hier... Ich wollte gerade sagen, wir haben doch hier ein Messer eben noch aus Versehen kaputt gemacht. Das wollte ich ja gar nicht. Dann können wir das nochmal machen. Jetzt ist natürlich die Frage, brauchten wir davon jetzt irgendwas? Ich gehe nochmal kurz zurück, ob die da was von drin hatten. Was ich dann eventuell damit... Ah, halt, stopp. Nee, das ist voll. Und das da oben will er irgendwie nicht anvisieren. Ich weiß auch nicht, warum. So eine schöne Flasche, aber auf Alkohol steht er scheinbar nicht so. Das ist auch alles voll. Ist hier noch was zu lesen? Nee. Wir wollen ja alles mitnehmen. Hier auch so an Story. Das ist nur eine Flasche. Eine andere Flasche hat hier gerade die Tür geöffnet, wo er es nicht sollte. Das ist nur ein Backstein. Okay. Nee, das ist auch nur ein Backstein. Sieht mir jetzt nicht danach aus, als ob hier noch irgendwas... irgendwas wäre. So. Okay. Ich hoffe... Oh nein. Nein, 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 PC. Nein. Guter PC, böses Spiel. Also mein PC ist super, der hat doch keine Probleme mit allen anderen Games, auch nicht mit denen, die noch mehr Rechenleistung abverlangen. Wobei das jetzt grenzwertig natürlich ist, weil seit dem Update, wie gesagt, zieht ihr mir richtig Rechenleistung ab, ist mir aufgefallen. Also ich habe das mal kontrolliert, das ist Wahnsinn jetzt. Ich weiß nur nicht, warum der jetzt hier so am Haken ist. Das habe ich bei dem Spiel noch gar nicht gehabt vor dem Update. Und das finde ich jetzt gerade auch gar nicht gut. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Da ist ein Loch oder was? Falle ich da rein, wenn ich da... Ach, das ist ein Leiter. Okay, ich falle nicht rein. Sehr gut. Da hinten haben wir eigentlich auch schon geguckt. Gut, stellen wir die Leiter eben hier hin. Wenn ich auch nicht genau weiß, wo. Hat es hier gerade geklickert? Oder war das nur mein Magen, also Jules Magen? Jetzt bitte nicht, ihr wisst schon was. Das wäre dann nämlich das vierte Mal heute. Nein, doch, du sollst es doch nicht tragen, du sollst hoch. Kannst du da nicht hoch? Doch, oder? Ja, meine ich doch. Nein! Nein, kein Quicktime! Ich hasse Quicktimes! Joel! Hau ihn irgendwie einen Stein auf den Kopf oder so! Mach! Oh, ist nicht euer Ernst! Nimm die scheiß Waffe! Hau mir die Waffe auf den Kopf! Oder schieß von mir aus! Ellie! Ich war noch nie so froh, dich zu sehen. Den habe ich ja voll erwischt, hä? Ja, allerdings. Mir ist schlecht. Warum hörst du nie auf das, was ich sage? Na, war doch gut so, oder nicht? Das einzig Gute daran war, dass du mir nicht den Schädel weggepustet hast. Weißt du was? Nein! Wie wär's mit... Hey, Ellie, das war nicht einfach, aber entweder er oder ich. Danke, dass du meinen Arsch gerettet hast. Wie wär's denn mal mit sowas, Joel? Wir müssen jetzt weiter. Na, dann geh doch. Ach, Joel, ach, Joel. Ellie, vielen Dank. Och, die will schon gar nicht mehr, die haut schon ab. Nicht, dass du da ins Loch reinfällst. Ich weiß nicht, ob da überhaupt ein Loch ist, aber... Ach, Joel, du bist wirklich so ein Pfeifenkopf. Ich kann verstehen, wenn du deine Gefühle nicht so richtig zeigen kannst. Und da ist ja noch die Sache mit deiner Tochter und alles. Aber du bist so ein Pfeifenkopf. Ich find's nicht gut, was du hier machst, ganz ehrlich. Ja. Ich würde eigentlich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen.
Ellie muss vielleicht noch ein bisschen gut zugeredet werden. Sie sieht hier doch sehr verlassen aus und will überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, ob sie sich am Arm vielleicht wehgetan hat. Oder ob es einfach nur ist, weil sie jetzt gerade so schüchtern ist. Beziehungsweise so, ja, eingeschüchtert, verbockt. Ich weiß es nicht. Also jetzt nicht im negativen Sinne. Weil Joel, der Idiot, einfach so verbal draufgehauen hat, anstatt mal Danke zu sagen. Das hätte er ja. Also sie hat ja vollkommen recht mit dem, was sie gesagt hat. Bin ich ganz ehrlich. Ja. Ihr Lieben, es war wirklich ein Versuch wert. Direkt die erste Folge, wie ihr ja jetzt mitbekommen habt, nach dem Update, nach einem riesigen Update, wo ich ja über eine Stunde jetzt drauf gewartet habe, dass er die Daten hin und her schiebt, hat dafür gesorgt, dass die Rechenleistung extremst erhöht worden ist, dass das Spiel plötzlich hakt, was vorher nicht gewesen ist, es sei denn natürlich, man ist rausgeflogen, aber dass das Spiel plötzlich hakt und ja. Warum ist mein Bart jetzt auf einmal so grisselig? Und ich finde, irgendwie ist das auch ein bisschen unscharf jetzt bei den Charakteren. Oder kommt mir das nur so vor? Auf jeden Fall war der Bart nicht so grisselig. Das hatte ich extra umgestellt, dass das nicht mehr so extrem ist. Jedenfalls, ihr habt es ja selber mitbekommen. Wir sind dreimal, glaube ich, jetzt insgesamt rausgeflogen während dieser Folge. Und ich bin ganz ehrlich, das Spiel an sich ist wirklich mega, mega geil, aber momentan ist es absolut unspielbar auf neuen Gaming-PCs. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, warum die Macher es nicht auf die Kette kriegen, sage ich mal, das Ganze stabil laufen zu lassen. Ganz blöd gesagt, Resident Evil, das Remake hat ja auch keine Probleme damit. Da werde ich mich dann wohl die nächste Zeit eher drum kümmern müssen. Deswegen von mir aus erstmal hier eine kleine Pause. Ich werde zwischendurch wahrscheinlich sicher nochmal die ein oder andere Folge aufnehmen und dann auch hochladen. Aber ich werde es nicht mehr täglich machen, dass ihr täglich eine Folge bekommt, weil ich bin ganz ehrlich, es steht mir bis hier oben. Man kann doch nicht so ein unfertiges Spiel in Anführungszeichen rausbringen. Also ich weiß, wenn es bei mir schon nicht läuft, bin ich ganz ehrlich, ich will nicht wissen, wie es bei älteren älteren PCs läuft. Also da wird das Spiel wahrscheinlich gar nicht gestartet oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es nochmal probieren, indem ich die Einstellungen vielleicht nochmal runterschraube. Aber das musste ich bisher bei keinem Spiel machen. Also ich habe nirgendwo Probleme gehabt. Aber ich werde mich da nochmal so ein bisschen durchlesen im Internet und dann vielleicht in ein paar Tagen nochmal eine neue Folge aufnehmen und probieren, ob es dann etwas stabiler läuft. So ist es auf jeden Fall nicht machbar. Der Gaming-PC ist zwar nicht an seinen Grenzen, aber er ist wesentlich mehr beansprucht als die ganze, ich glaube, die ganzen 14 Folgen waren es jetzt bisher davor. Und ja, was soll ich sagen, es ist wirklich sehr, sehr, sehr ärgerlich, sehr, sehr, sehr nervig. Und das bei einem Spiel, was im Moment mein absoluter Favorit ist. Also klar, ich habe auch noch andere Spiele, die ich sehr gerne spiele, aber ich habe nichts so sehr gesuchtet wie dieses Spiel bisher. Aber es ist einfach, ne? Es häuft sich, dass man dreimal in einer einzigen Let's Play-Folge rausfliegt und naja, es ist halt nicht schön. Deswegen, es werden auf jeden Fall noch neue Folgen kommen. Ihr seid ja mittlerweile schon dran gewöhnt, dass ich immer wieder zwischendurch rausfliege. Ich lasse das auch weiterhin definitiv drin, weil ihr sollt natürlich auch sehen, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, das Spiel zu holen, was für Probleme es aktuell immer noch bereitet. Und das Spiel ist jetzt immerhin schon 3 Wochen, glaube ich, draußen oder so. 2, 3 Wochen, meine ich, die Ecke. Und es darf einfach nicht sein, dass dann nach so einer Zeit immer noch solche Probleme sind. Und schon gar nicht bei so einem Namen, der dahinter steht. Also, es tut mir wirklich, wirklich leid. Keine täglichen Videos mehr ab heute von The Last of Us. Aber ich verspreche euch auf jeden Fall, dass ich dranbleibe, dass ich immer mal wieder was hochladen werde. Dass ich mir nochmal die Einstellungen angucke, ob man nicht irgendwo vielleicht ein bisschen mehr Stabilität herkriegen kann. Weil ich weiß nicht, ob man den PC jetzt im Hintergrund hört, der ist nicht so laut. Also ich habe echt Spiele gehabt, die waren, da war er lauter. Und da wurde er auch wesentlich mehr beansprucht und die liefen einwandfrei, ich sag schon Fly hier von Firefly, einwandfrei, flüssig und ja, wirklich absolut ohne Probleme. Und das darf einfach nicht sein, dass das bei diesem Spiel, auch noch bei so einer Marke, bei so einem Namen, ja, solche Probleme dann eben sind. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr selber diese Probleme habt oder vielleicht auch gehabt habt. Wenn ihr irgendwelche
Hinweise habt, wie man das eventuell beheben kann. Vielleicht hat der ein oder andere von euch mal was in den Einstellungen gemacht. Das würde mir und auch vielen anderen sicher helfen können, weil ich habe jetzt schon von sehr, sehr vielen gehört, dass sie gar nicht mehr spielen nach den ersten Folgen, weil sie einfach immer nur rausgeworfen werden. Ich hatte wirklich sehr, 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 sehr extrem gehofft, dass dieses Update, vor allen Dingen, weil es so groß ist, endlich Stabilität reinbringt. Aber wie man sieht, es scheint noch schlimmer geworden zu sein. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Leider nicht wie gewohnt morgen, aber bis zur nächsten Folge mit dem nächsten Versuch, vielleicht doch mal weiterzukommen in dem Spiel, ohne ständig abzustürzen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.